Grüß dich. Du zeichnest schon seit längerem neurografisch. Es tut dir gut, du merkst es. Und jetzt überlegst du dir, ob du nicht einen Basiskurs machen sollst. Eine gute Idee, finde ich. Du zweifelst aber noch ein bisschen, ob du das Geld wirklich ausgeben sollst, weil du nicht weißt, was in diesem Basiskurs vorkommt, ob es dir überhaupt was bringt. Ja, diese Zweifel möchte ich dir jetzt gerne nehmen mit diesem kurzen Video. Ich erkläre dir, welche Themen es im Basiskurs zu entdecken gibt, welche Modelle du ganz neu kennenlernst und was es dir denn bringt, den Basiskurs zu machen. Okay, ich schalte um, denn ich zeige es dir natürlich neurografisch. Was passiert im Basiskurs von der Neurografik? Du entdeckst als allererstes den Basisalgorithmus. Und dieser Basisalgorithmus ist ja seit diesem Jahr erweitert worden von Pavel, von Professor Piskajow, und zwar auf 8 Schritte. Das muss dir jetzt nur nichts sagen, aber so der Vollständigkeit halber schreibe ich das mal hin. Dieser Basisalgorithmus ist auch wirklich die Basis. Also deswegen heißt er auch so, intelligenterweise. Das ist wirklich die Grundlage aller Modelle, aller Algorithmen, die du in der Neurografik kennenlernen kannst. Im Moment haben wir ja 9 verschiedene Algorithmen und der Basisalgorithmus ist wirklich immer in allen Algorithmen auch enthalten. Danach bauen sich die Modelle auf und dann kriegst du eben auch noch 2 sehr, sehr mächtige Modelle. Und zwar, das eine Modell ist AVE, also die Auflösung von Einschränkungen oder Entladung genannt. Das ist auch der Algorithmus Nummer 1. Das ist mal das eine große Modell, das du kennenlernst. Damit kannst du kurz gesagt eben deine Einschränkungen auflösen, also alles, was dich blockiert, alles, was dich in der Vergangenheit stört, was du in der Vergangenheit erlebt hast und dich bis heute irgendwie blockiert, das kannst du auflösen. Diese Entladung kannst du in 3 verschiedenen Variationen dann entdecken. Dann das andere große Modell ist der Absichtscheck. Mit dem Absichtscheck zielst du in die Gegenwart und in die Zukunft. Und zwar kannst du damit deine Absichten, etwas zu tun, herausfinden. Du kannst Entscheidungen dir damit erleichtern. Du kannst deine Motive, die hinter einer Entscheidung stehen, kennenlernen. Also das ist auch ein wichtiges Modell für den Anfang. Genau, warum sind diese 2 Modelle im Basiskurs? Warum sind die am Anfang von ja, deiner Reise durch die Neurografik? Weil es intelligent ist, am Anfang erstmal in der Vergangenheit aufzuräumen. Das machst du mit dem AVE, mit dem ersten Algorithmus. Da räumst du deine Blockierungen auf, deine Einschränkungen. Da räumst du mit deinen negativen Glaubenssätzen, die sich eingeprägt haben im Laufe der Zeit auf. Und dann auf der anderen Seite gibt dir der Absichtscheck die Möglichkeit, vielleicht auch zu ergründen, welches Thema denn jetzt als erstes dran wäre, weil man am Anfang vielleicht auch noch unsicher ist, mit welchem Thema man anfangen soll. All das kannst du mit dem Absichtscheck ja dir genauer anschauen und dir klar werden darüber. Das sind eben diese beiden Modelle, mit denen du am Anfang am besten arbeitest, um auf der einen Seite aufzuräumen, auf der anderen Seite dir klar zu werden. Was passiert noch im Basiskurs? Du lernst, was ist die Neurografik eigentlich? Also was ist Neurografik? Das ist ja nicht nur Zeichnen. Also das erkläre ich dir dann ganz genau. Dann auch sehr, sehr interessant, wie funktioniert Neurografik? Wie funktioniert denn das eigentlich? Was passiert denn da? Dann gibt es eine Bewusstseinspyramide, die dir auch sehr viel klar macht, wie denn Neurografik funktioniert, was denn in deinem Unterbewusstsein passiert, wie denn zum Beispiel auch diese Glaubenssätze, die kollektiven Glaubenssätze und die individuellen Glaubenssätze aufgelöst werden. Dann, was ist noch im Basiskurs? Du gestaltest mit den 2 Modellen einen Case. Was heißt das? Du hast dann mindestens 3 Zeichnungen zu einem Thema. 3 Zeichnungen aus diesen 2 Modellen, also entweder AVE oder Absichtscheck. Das ist der Case. Und
mindestens 3 Zeichnungen zu dem gleichen Thema. Damit kannst du dein Thema, eins deiner Themen, gleich mal wirklich richtig bearbeiten und merkst dann auch den Fortschritt. Diese 3 Zeichnungen stellst du dann in unsere Facebook-Gruppe ein, die es dazu gibt, zu dem Basiskurs. Und ich bereite daraus eine Supervision vor für uns. Und zwar, diese Supervision ist im dritten Termin, findet die Supervision statt. Live-Supervision von all den Zeichnungen, die ihr eingereicht habt. Und das ist immer sehr, sehr interessant. Zum einen, also ich gebe natürlich technisches Feedback und zum anderen ist es sehr interessant, sich anzuschauen, wie andere Teilnehmerinnen meistens, bis jetzt waren es nur Frauen bei mir, wie andere Teilnehmerinnen ihre Themas bearbeitet haben. Das ist schon immer interessant, wie denn das die anderen gelöst haben. Da lernt man sehr, sehr viel davon. Wenn diese Supervision vorbei ist, also diese 3, wir haben insgesamt 3 Termine. Genau, nach den 3 Terminen bekommt ihr, wenn ihr das wollt, also auf euren Wunsch, das Zertifikat vom Institut, vom IKP. Und mit diesem Zertifikat könnt ihr auf der einen Seite alle Basiskurse beim IKP anschauen, alle Aufzeichnungen auch zu den Live-Basiskursen gehen. Und zum anderen auch dann weitermachen. Also ihr könnt dann den Spezialistenkurs machen und so weiter. Also der Basiskurs ist die Voraussetzung für eure weitere Reise durch die Neurografik. Wenn ihr zum Beispiel dann die Neurografik für eure Klienten anwenden wollt, dann könnt ihr das nach dem Spezialistenkurs machen. Oder ihr könnt dann eben auch den Trainerkurs noch machen. Also von daher ist der Basiskurs, den ihr bei mir macht, die Voraussetzung, um beim IKP weiterzumachen. Und ihr kriegt natürlich auch bei mir Zugriff auf alle Basiskurse. Das ist bei mir im Mitgliederbereich, wo ihr eben diesen Basiskurs gebucht habt, könnt ihr Zugriff nehmen auf alle Basiskurse, die schon vorher stattgefunden haben. Natürlich auf die Aufzeichnungen unserer Basiskurstermine. Also alle werden natürlich aufgezeichnet. Ihr könnt, wenn ihr auch mal keine Zeit hattet, das nachholen, was wir gemacht haben. Und auch auf zukünftige Basiskurse und auch Live-Kurse. Ja, ich hoffe, deine Zweifel sind jetzt weggeblasen. Sie haben sich in Wohlgefallen aufgelöst und du hast jetzt so richtig Lust bekommen, den Neurografik-Basiskurs anzugehen. Du kannst bei mir gleich einsteigen. Es gibt genug Aufzeichnungen und du kannst natürlich beim nächsten Live-Basiskurs dann auch live dabei sein und mir deine Fragen stellen. Also dann zögere nicht und ich freue mich, wenn wir uns sehen. Bis dahin, du weißt schon, keep on drawing. Bye bye.